Kumpel Ken! I need something for the pain. Otherwise, I ain't gonna fucking make it. Please, give me something. Ja, habe ich Schmerzmittel da? There was a first aid kit with morphine. Ach, ich will gleich hier gute Zeug, Morphin. If you can find it. Hurry. Okay, im Behandlungszimmer. Wo ist denn das nun wieder? Nun schauen wir mal. Loot, 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 loot. Alles meins. Alles meins. Ah, über diese Touris. Mächtiger Fußtritt. Scheiße. So ein fetter Schläger ist nicht geil. Ah. Also er wirkt halt sehr langsam, ne? Aber er hat eine echt gute Reichweite, der Typ. Bringt ihn jetzt aber ohne Schmerz, weil er tot ist. Der Penner. Mit seinem Häschen Bandana auf dem Schädel. Ups, wie sind wir nachts, ja, oder was? Tatsächlich finde ich Bandanas manchmal ganz cool. Ah, okay. So, hier haben wir das Morphin. Oder das Morphium. Je nachdem. Morphium. So, was haben wir hier noch? Einen Fakten finden wir hier noch. Und wir pfeifen uns noch eine Coke hinter. Warum ist denn hier oben das Behandlungszimmer? Also. Hier, geht mal, kannst rauskicken. Aber so viel. Aber darfst halt nicht schwimmen gehen. Doch blöd. So, wo geht's denn hier hin? Okay, lass mich raten. Wahrscheinlich werden wir die Karte von Ken kriegen. Ken? Pfeifst ja rein das Zeug. So eine schöne Schulter, Ken. That's better. But I need more. Please. I just wanted to see it, Mom. Just wanted to see the puppy. So sorry, jetzt gehen die Drogenträume los. Wunderbar. Schön, schön, schön. Nein, Mutti wird auch nicht böse sein. Keine Angst. Mach dir keinen Kopf, Ken. Alles gut. Don't be mad. Don't be mad at me. Nein. Kannst du nicht abbrechen? Dankeschön. Achso, sein Kumpel macht mir jetzt auf, oder was? Hallo? I can kill you. Eine Menge Leute hier oben. Oh, okay, okay, okay. Alles klar. Cool. Wow, der hat ein Messer gehabt. Ausdauer, 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 los, komm! No. Dankeschön! Klebeband. Ah, ein Fakt. Ich bin ja mal gespannt, wann wir uns die Fakten mal durchlesen. Zum Ende des Spiels noch mal so 3 Stunden Fakten lesen. Yeah! Küchenmesser. 119, ja, nicht mal schlecht. Denkt ihr sogar besser als mein Hackbeil. Aber. So, das Ding lassen wir mal fallen. Dankeschön. Und dafür nehmen wir das Hackmesser mit. So, hier steht noch einer, um zu sehen.
stehen, bis hier irgendeiner durchkommt durch die Tür, ey. Miesen kleinen Ratten. Ach, schön. Ohne Aufzeichnung. Oh, fuck. I had to throw away my jacket. There was so much blood on it. I would go to the authorities, but I'm afraid they wouldn't believe this. That a psychotic 70-year-old woman attacked me and forced me to kill her? Whew. There seems to be some sort of a traffic accident. Shit. Man, it is even more chaotic than usual out there today. Krass. Excuse me, driver? Any idea what's going on? I mean, why are all those people... I got an idea. Why don't we turn around? It looks like... Jesus, what the fuck? Ja, so eine Zombie-Apokalypse mit anzuhören, ist halt schon immer eine krasse Nummer irgendwie. Terrorist attack here. People are running in panic. Covered in blood. And it seems like... Oh my God. Oh my God. Jesus. Oh shit. Ich glaube, er wird es wohl nicht geschafft haben. Problem ist halt, meine Waffe ist ziemlich im Arsch. Ich brauche jetzt mal irgendwie eine Reparaturbank oder irgend sowas. Eine Werkbank. Oh, das kommt ran. Oh, was, Alter? Hat dich noch nicht interessiert? Das ist übrigens mein 100er Beil. Ihr seht, so wirklich deutsch Schaden richtet das jetzt auch nicht mehr aus, ey. Okay, da drüben ist Mike. Ja, es sind sehr viele Mike in dem Spiel, muss ich feststellen. Okay, Mike. Bin gleich bei dir. Schau mal hier vorne kurz nochmal ein bisschen. Oh. Mülleimer ist nicht lootbar. Ah, Werkbank, sehr schön. Oh Gott, wir werden nie wissen, wie teuer das wird. Nee, der ist das jetzt nicht. Stopp mal. Oh, 457 Tacken, Alter. Das ist doch unverhältnismäßig. Das ist doch unverhältnismäßig, Leute. Oh, nee, ey. Also klar, es ist halt geupgradet, so, aber trotzdem, Mann, ey. So, das hat 119. Naja, das, aber nee, das würde ich jetzt nicht upgraden wollen, irgendwie. Weil das ist... Weiß ich nicht. So, Mike. Pay attention now. Listen, the hotel security system is fraud. Some of the security cams are deactivated and some of the key corridors have been blocked. Including the one to the parking garage. Needs to be rebooted. Okay. Luckily, you can reset it manually in a server room. But first you gotta get past those bloody psychos. I used to work with those poor bastards. Jesus Christ. Rebooting it isn't difficult, but it does take some time. Follow the on-screen instructions and there shouldn't be a problem. Watch your back though. Who knows who and what is in there. Ja, das stellt mir auch total krass vor, irgendwie, wenn du hier noch Überlebender bist und die ganzen Kollegen von dir, alle, die du kennst, irgendwie, die müsste alle. Siehst du entweder da rumkrauchen oder irgendwie andere Leute anfallen oder im schlimmsten Falle dich anfallen. Also. Ja, muss ich Uni haben. So, okay, schnell alles durchsucht. So, ich hoffe, das Spiel ist euch nicht zu repetitiv irgendwie. Man macht halt schon viel immer das Gleiche hier. Aber ich find's cool.
So, wir machen Energy Drink. Kann man hier durch? Nee, kann man nicht. So, okay. Na gut, dann werden wir jetzt mal in den Serverraum. Ja, ich freue mich. Ich dann Ausweis, sehr gut. So, okay. Da nebenan können wir schon rein. Und hier kommen wir in die Serverfarm. Ein Schläger. Wow. Die haben echt eine Menge Ausdauer. Die werden alle aufstehen. Okay. Ja, es ist natürlich klüger, sich jetzt irgendwie um den Typen jetzt zu kümmern. Aber es ist halt auch echt kostenintensiv. Interessieren die noch gar nicht so wirklich, wa? Okay, gut. Er hat mich so ein Zehntel von der Machete gekostet, aber dafür ist er weg. Ist halt auch wichtig, ne? So, und hier gilt es jetzt wirklich, so viel wie möglich Leute mit den Füßen zu töten, irgendwie. Dann nochmal hier 500 Attacken hier fast auszuheben für die Reparatur. Ich finde das. Ich möchte das nicht. Knüppel muss weg. Knüppel muss weg. Natürlich. Ausdauer am Arsch. So, okay. Ambat. Essenz. So, jetzt müssen wir natürlich die ganzen Punkte abgehen und erstmal die ganzen Server anscheinend hochfahren oder nochmal rebooten. So, das war noch eins. Flump. Das waren's, die beiden? Okay. Gut. Alles klar. So, okay. Also wir hätten definitiv den Schläger platt machen müssen. Oh, Bauplan Molotow. Sehr cool. Total übersehen. So. Das Firewall Terminal resetten. Und wir haben's. Kehre in den Sicherheitskontrollraum zurück. Distanz. Mike, ich hab's geschafft. Ich bin der Geilste. You bloody made it? Yo, good. I made it. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power in the parking lot. Naja gut, also wenn jetzt, achso, na, wegen der Toröffnung war, wird's ein Problem? Ich sag mal so, wenn das Ding jetzt einfach bloß duster ist, dann ist mir eigentlich egal. Aber die Taschenlampe. Aber wahrscheinlich wird es das nicht einfach nur sein, dass es nur duster ist. Let's take a look. Okay, ich muss nach unten, aber ich wollte erstmal kurz nach oben gehen. Vielleicht finden wir hier außer diesem hässlichen Gump. Irgendwas Schönes? Oh, der hat ein Messer. Okay. 126, das ist schon ordentlich, Da würde ich doch mal sagen, da gucke ich mal kurz in mein Inventar und schmeiß hier irgendetwas raus. Krass, kraftloser Hammer. Weg. Schwerer Stock. Weg. So. Gute Sache. Gute Sache, das hat sich gelohnt.
So, Batterie. Du fährst. What? Okay, haben wir. Oha, warte mal, ich guck mal hier kurz noch um die Ecke. Okay, ist nur ein Mülleimer. Mach mal kurz die Taschenlampe aus, damit sie sich wieder ein bisschen auflädt, weil ich glaube, ich werde sie jetzt definitiv gleich brauchen. Mann, Alter, ein Molotow-Cocktail, der würde jetzt so bringen, ey. Kann ich eigentlich einen bauen? Warte mal, ich hab ja jetzt das Ding gefunden. Quasi den Bauplan, aber ich glaube, ich kann ohne Werkbank nicht einfach irgendetwas bauen. Molotow? Hab's ja noch einen. Na, dann nehme ich den noch. Ja, ist ja schön, dass sich jetzt alle nochmal schön ein bisschen verteilt haben. Okay, da hinten ist auf jeden Fall ein Schläger, den hebe ich mir dafür auf. Okay. Alter, ist jetzt. Und da steht der Schläger. Da steht der Schläger. Nimm dies, du Schwein. Okay, eine Menge Autos brennen. Ich würde mal vielleicht doch in Sicherheit gehen. Scheiße. Steht da mein Auto, was ich nehmen soll? Ist der Bus, ne? Der Transporter da vorne. Laut Karte, den ich jetzt gerade angezündet habe. Schön. So, okay, du bist auch noch dran. Okay, da hinten ist noch ein Flinker. Ein Spurter. So. Ja, dann bleib doch da. Ist mir egal. So, was haben wir denn da? Ein Hammer. Mann. Ich spiele, wieso? Warum? So, was möchte er? Batterie. Benutzen. Ich will benutzen. Oh yeah! Ein gepanzerte Fahrzeug, bestens! Bank of the Neu. Wow! Was war das gerade? Okay, warum, wieso fahren wir den nicht? Warum sind wir jetzt ausgestiegen? Oh Gott, hier siehst du ja gar nichts, Alter. Das ist ja wie Panzer fahren. Aber Alter, gepanzertes Fahrzeug, wie geil. Ihr seid alle tot. Ihr seid alle tot. Er ist einfach in die Kotflügel gelaufen, hat schon recht. Oh yeah! Sehr, sehr cool. Okay, durch den Tunnel steuern. Wir werden ihn jetzt wahrscheinlich zum Rettungsschwimmerturm bringen. Würde ich jetzt mal so denken. So, der vom BK haut hin. So wie beim Bowling hier. Oh, komm. Und dann erstmal schön Megaspin hier. Schrei hier nicht rum. Andere Leute wollen hier Urlaub machen. Na, wer von euch hat doch so einen Klassenspruch immer gehört, der kriegt von seinen Eltern. Und irgendwie als Kind zu laut war, irgendwie. An der Ostsee oder sonst irgendwas. Oder wo auch immer man Urlaub gemacht hat. Sei nicht so laut. Andere Leute wollen hier Urlaub machen. So, und wir haben den Rettungsschwimmerturm erreicht.
So, Karre steht, verlasse das Fahrzeug. Rede mit Cinnamon. Na dann. So, bin gespannt. Cinnamon! Was say? Good job. Thanks, I mate. Say so, but I was afraid it might not be there. So, es gab auch gleich einen Levelaufstieg. Fantastisch. So, gib mir nochmal jetzt mal Diamanten. Ist das jetzt runtergefallen? Ja. Diamant ist runtergefallen. We heard somebody on the radio talking about a chopper going down. Ja, well, they said the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Wrack des Hubschraubers. Klar. Warum nicht? Look for survivors first and then see if there's anything in the wreckage worth saving. Okay. So, lass mal nochmal. So, jetzt wäre die Frage. Ja, na, eigentlich ist nicht die Frage. Wir packen das jetzt voll. Stufe 3 können wir damit öffnen. Wunderbar. Was ist denn das eigentlich? Medikits sind 50% effektiver. Sehr gut. Okay, ich würde gerne mit Kampf weitermachen. Also hier mit dem Kampf-Skill-Tree. Blutung bei kritischen Treffern mit scharfen Waffen zu verursachen. Blutungschancen sehr, sehr cool. Okay, Ausdauerkosten mit scharfen. Ah, das ist auch geil. Erhöht den Schaden, wenn du Feinde von hinten. Ah, oh, das ist cool. Das ist cool. Das habe ich jetzt nämlich schon ein paar Mal gehabt, irgendwie, dass ich von hinten welche erwischt habe, was halt nicht besonders cool effektiv war. Wunderbar. Okay. Ah, mal kurz gerade hinsetzen hier. Oh, 400 Meter, das ist ganz schön weit weg. Ja, da ist ja eher lohnenswert, wenn ich jetzt hier mal zum Leuchtturm gehe, würde ich sagen. Und da den Sprung mache. Das machen wir. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, ich gehe mal ganz kurz raus. Was? Warte mal, ich. Ja, schauen wir mal ganz kurz nochmal, wie die Reparaturkosten sind. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu apokalyptisch hoch. Aber was willst du machen? Na, das geht. Das geht. Zack. Und draußen würde ich gerne mal den ganzen Tant, den ich jetzt hier mit mir rumschleppe, mal verkaufen. Irgendwie, weil ich bin ja schon halt fast voll. Oder ich bin voll. Ich muss jetzt schon ein paar Mal tauschen. Und das muss ja nicht sein. You find anything? Hau ab, nett, Alter. Ja, okay, wo ist er hin? Hier stand doch hier mein Verkäufer des Vertrauens. So, Schnurzbart Achim, Alter. Okay, wo? Ja, okay, er ist weg. Wo fliegt denn jetzt? Was? Ist der außerhalb. Ah, nein, ist der hier aus der Karte geglitscht oder was? Steht er jetzt hier ins Tiefer? Oh, ist doch nicht euer Ernst. Ist doch nicht euer Ernst, Leute. Mann, ich will doch bloß was verkaufen. I set you free. Okay, gut, wir gehen durch. So, dann schauen wir nochmal. Eventuell, was da beim Hubschrauber rumliegt für uns. Ich glaube, was cool ist. Oh. Ich weiß, es würde schon aus den Ohren hängen, aber. Ja, so smaragdgrünes Wasser. Aber hier? Okay, aber wir können hier noch rein. Na gut, vielleicht kriegen wir später Zugang. Holy shit! Careful! Watch it!
Ja, und hier haben wir tatsächlich einen sehr, sehr neuen, sehr unangenehmen Gegnertypen. Und zwar den Selbstmörder. Das ist auch schön. Ich höre zum ersten Mal, dass er so helfen gesagt. Guck mal hin. Ekelhaft. So, und der hat immer Lappen dabei. Ne, wenn wir ihn schaffen, Feuer zu töten, lässt er selbst ein Mörderfleisch da. Ist tatsächlich relativ heftig, weil ihr seht, wenn wir näher an ihn rankommt irgendwie, dann setzt er quasi diese Selbstzerstörungssequenz ein und jagt sich selbst halt in die Luft. Hallo. Ja, und ich hätte Jane jetzt nicht extra tauschen müssen wollen, sondern einfach nur einpacken wollen. Nein. Kraftloser Holzknüppel, ich glaube, den können wir fallen lassen. Da bin ich zuversichtlich. Und wir nehmen dieses wunderschöne Tauchermesser. Okay. Gut, dann lass uns doch mal sehen, was wir hier noch so finden. Alkohol, sehr schön. So, da vorne ist wahrscheinlich der Hubschrauber abgestürzt. Wir gehen mal gucken. Geil, auch das wäre doch hier mein Steg. Schön. Meine eigene Lagune. Yay! Ach, Mann. Oh, wer bist du? Hey. Black Hawk Down. Nikolai. My name is Nikolai. As you can see, this piece of shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Figures, it wasn't Russian. We need to get out of here, my friends. Soon this place will be swarming with those things. Before we crashed, I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those infected freaks. Mm-hmm. If you can get us to the bunker, I guarantee I will get you off this goddamn island. Wir haben den Sörscher gesehen. So, warte mal, erstmal hier aufmachen. Something inside. Ja, kraftloser Holzknüppel. Klar, den hab ich Bock. So, gibt's da jetzt noch was? Warte mal, Nikolai, lauf mal nicht so vor. Ich würde ja nur noch was hier aus deinem Wrack bergen. Ach, verdammt. Gibt ja nichts mehr, wa? So, okay. Ich glaube, das wird jetzt gleich übel.